Dann kämen wir schon zum Teil 2, Free Space Management. Also das Management von freien Speicherbereichen. Schauen wir mal, was wir bisher gemacht haben. Bisher galt ja die Annahme, dass alle Adressräume gleich sind, also auch gleich groß sind. Da hatte ich gerade schon mal angesprochen. Das heißt, ich muss da eigentlich nur, ne, wir hatten ja schon gesagt, krass, wie komplexe Systeme sind. Das heißt, eigentlich muss ich ja nur die nächste freie Lücke finden und auffüllen. Ja, das heißt, unten, sehen Sie, ich habe so ein Heap-Beispiel, da ist der erste Block frei, dann ist der zweite belegt und der dritte ist frei. Und jeder Block ist genau 10 Byte oder Kilobyte groß. Das heißt, ich muss ja eigentlich nur den nächsten freien Block finden. Ja. Und jetzt hatten wir Segmentierung kennengelernt und jetzt merken wir plötzlich, dass Segmentierung zwangsläufig zu einer Fragmentierung führt. Und das heißt, wenn wir, oder das nennt sich, wenn wir über Hauptspeicher sprechen, auf Englisch auch External Fragmentation. Wenn man innerhalb von einem Adressraum spricht, dann ist es auch Fragmentierung auf Deutsch, also wenn ich jetzt in dem grauen Bereich bin. Und das nennt sich dann auf Englisch Internal Fragmentation. Ja. Das heißt, das sind diese zwei Arten von Fragmentierung. Jetzt schauen wir uns erstmal diese External Fragmentation im Hauptspeicher an, wie wir damit umgehen können. Und zwar das Einfachste, was man machen kann, wir verwalten, Entschuldigung, die Datenstruktur in oder wir brauchen jetzt eine Datenstruktur zur Verwaltung von freien Speicherbereichen und da nehmen wir etwas, das nennt sich typischerweise bei der Speicherverwaltung FreeList, also eine Liste von freien Speicherblöcken. Und das basiert auf der Datenstruktur verkettete Liste. Und jetzt wäre einmal meine Frage an die Hörer aus der Vorlesung. War die verkettete Liste Linked List schon mal in der Vorlesung dran? Ansonsten kommt die wahrscheinlich im nächsten Semester in der Vorlesung Theoretische Informatik dran, die Datenstruktur. Da gebe ich jetzt mal so einen Moment zum Tippen, ob das schon dran war. Normale Listen waren dran, okay, Linked List nicht. Grundlagen der Informatik. Da bin ich davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall mal kurz dran war. Ich gehe einfach nochmal ganz kurz, deswegen habe ich das Bildchen hier extra nochmal gemalt, drauf ein. Eine Linked List ist eigentlich nichts anderes als ein Tupel von Werten. Also ich habe zwei Werte, die zusammengehören. Einmal die Variable, wo ich was drin speichere, und dann ein Zeiger auf ein anderes Datenelement. Wenn es jetzt Java nehmen, also wir hatten ja ich gehe davon aus, wir hatten ja in den Kursen vorher, wurde ja ein bisschen Java beigebracht, dann würde das eben so aussehen. Angenommen, ich hätte jetzt hier eine Linked List als Integer, dann haben sie eine Klasse und dann machen sie eine Variable, was weiß ich, Wert vom Typ Int. Na, das wäre dann quasi das. Und in die Klasse packen sie noch eine zweite Variable rein. Und diese Variable ist nichts anderes als nochmal der gleiche Typ, in dem sie sich gerade drin befinden. Ja, und das ist dann eben ein Zeiger auf das nächste Objekt hier. Dann haben sie da wieder einen Wert drin. Dann haben sie wieder einen Zeiger auf den nächsten Wert. Und bei dem allerletzten Tupel, das haben wir, also in dem allerletzten Objekt, wo sie drin sind, da haben sie dann zwar noch einen Wert drin, aber keinen Zeiger mehr, also keine Referenz auf ein anderes Objekt. Das wäre dann einfach mit Null initialisiert. So würde man das in C auch so programmieren. Da hätten sie direkt die Zeiger. Und in Java nehmen sie einfach eine Referenz auf ihr entsprechendes nächstes Objekt. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Linked List. Und da sehen Sie auch schon, wie eine Linked List funktioniert. Sie springen da einfach rein. Sie kennen immer den Anfangswert, also das allererste Objekt. Und dann gehen Sie da eben rein. Und wenn jetzt irgendwo nichts drinstehen würde, in unserem Fall wäre das ja dann eine Adresse im physikalischen Speicher. Wenn da nichts drinstehen würde, dann könnte man das eben entsprechend verwenden. Also findet man auch relativ schnell das Listenende. Ja. Schauen wir uns mal an einem Beispiel an, dann wird das vielleicht noch mal ein bisschen verständlicher. Also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt den Speicherbereich wie vorhin hatten, also von 0 bis 10 ist frei. Dann haben wir einen belegten Speicherbereich, der geht von 10 bis 20 und von 20 bis 30 wäre wieder frei. So.
Jetzt schaue ich gerade mal noch rein, genau, weil es gibt es in C Null Pointer. Gibt es in C Null Pointer, wenn Sie einen Pointer, also eine Variable adressieren? Sie müssen eigentlich ja immer eine Adresse angeben, ne? Müsste ich nochmal genau nachlesen, wie Null Pointer definiert sind in C. Aber ich kann ja quasi nichts referenzieren, das geht ja an der Stelle, ne? Also ich schreibe einfach keine Adresse rein in C, das geht ja auf jeden Fall. Das ist auch das Beispiel, was wir hier genau machen. Angenommen, ich hätte jetzt eine Anfrage, die ist größer als 10 Byte, ne? Was mache ich eben? Jetzt laufe ich nämlich genau in diese Null rein. Ich kenne den Head, also wo ich anfange, die Adresse. Dann schaue ich rein, okay, ich habe die Adresse 0 hier, ja, das ist unsere Linked List, mit einer Größe von 10. Und da passt ja meine Anfrage jetzt nicht rein. Und dann sage ich entsprechend, was ist der nächste Eintrag in meiner Linked List? Da wäre ich dann bei der Adresse 20, ne, das ist hier, die hat wieder die Größe von 10. Da passt meine Anfrage für größer 10 Bytes eben auch wieder nicht rein. Und das nächste wäre an der Stelle dann Null. Und dann schlägt eben diese Anfrage fehl. Das heißt, da lerne ich jetzt schon, okay, ich kann hier nichts reinpacken, was größer als 10 Byte ist. Wenn Sie jetzt das Bildchen anschauen, merken Sie schon, okay, das ist ziemlich doof, weil eigentlich habe ich ja genügend Speicher. Ich habe ja in Summe 20 Byte, kann jetzt aber nichts reinpacken, was zum Beispiel 11 Byte groß ist. Wenn ich jetzt eine Anfrage hätte, die genau 10 Byte groß ist, dann kann ich hier wieder reinspringen und sagen, okay, der erste Eintrag in meiner Liste ist an der Adresse 0. Ne, und die Größe 10, dann könnte ich den nehmen. Jetzt könnte ich aber auch sagen, okay, den will ich gar nicht. Ich gucke mal durch, ob es weiter hinten noch was gibt und gehe eben so lang nach hinten, bis ich vielleicht den da finde und könnte den nehmen. Und da sehen Sie es aber auch zum Beispiel von dem Algorithmus, der was in dieser Freelist findet, ein Problem. Wenn Sie versuchen, was weiter hinten zu finden, ja, dann schlägt das da gerade, oder dann wissen ja nicht, ich nehme den nicht, also den ersten nicht, ich nehme den zweiten nicht, und angenommen, es gäbe jetzt noch einen dritten, oder es gäbe, sie springen jetzt noch weiter, dann müssen ja von vorne nochmal anfangen und einen suchen. Und da kommt jetzt auch gerade nochmal der Hinweis, vielen Dank dafür im Chat, ne? Der Nullpointer in C ist tatsächlich die Referenz auf die Adresse 0, also so wie jetzt in C realisiert. Dankeschön für den Hinweis. Ja. Und der wird vom System per Definition als ungültige Adresse interpretiert. Ja, also da ist mein C-Programmieren selbst auch schon ein bisschen her an der Stelle. Also Nullpointer in C gibt es und die zeigen eben direkt auf 0. Das heißt, ich würde an diesem Beispiel dann auch direkt auf 0 zeigen, ne, anstelle auf der Adresse 10 oder 20. So, das wäre jetzt mal das Beispiel für die Freelist. Was ist denn jetzt aber, wenn wir nur ein Byte anfordern? Na, wir hatten jetzt überlegt, was ist, wenn wir genau 10 Byte anfordern? Was ist eigentlich, wenn wir was Größeres anfordern? Und was ist eigentlich, was passiert, wenn wir was Kleineres anfordern? Ja, und das funktioniert. Und zwar machen wir Folgendes: Wir springen hier rein und sagen, okay, den nehmen wir nicht. Wir haben ja noch einen. Wir gucken in den letzten rein. Der ist auch wieder 10 groß. Das heißt, ich baue jetzt diese Liste so auf, dass ich sage, Adresse 0, habe ich immer noch was von der Größe 10. Dann ist der nächste freie Speicherbereich bei 21 und der hat ja nur noch eine Größe von 9. Ja, das heißt, ich allokiere hier einfach diese eine Byte. Ja, das könnte man so machen und ich muss ja diese Linked List an der Stelle entsprechend anpassen. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie das intern abläuft. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Ausgangssituation mit den drei Blöcken. Was passiert jetzt eigentlich, wenn zum Beispiel der mittlere Block freigegeben wird? Also angenommen, das war unser Heap und wir rufen Free auf und er wird freigegeben. Dann würde jetzt diese Linked List so aussehen. Ich habe einen Head, der zeigt auf die erste Adresse, der ist Größe 10. Dann habe ich die Adresse, springe ich zur Adresse 10, da habe ich auch wieder die Größe 10. Und dann habe ich an der Adresse 20 wieder einen Block, der ist 10 groß. Ja. Und das ist jetzt da doof, weil ich könnte immer nur Dinge reinpacken, die 10 Byte groß sind. Ich könnte aber nirgends was reinpacken, was 11 Byte groß ist, weil ich habe ja immer nur 10er Blöcke. Aber insgesamt habe ich an der Stelle, oder hätte ich an der Stelle 30 Byte frei. Ja, das ist also gar keine gute Idee, das so zu machen. Das heißt, da bräuchte man eine Lösung. Und das ist jetzt genau das, was die Speicherbibliotheken, also zum Beispiel auch die Speichermanagementbibliothek in C macht. Die geht permanent über diesen Speicher drüber und schaut, gibt es solche Bereiche, die aneinander hängen?
Und die fasst das dann eben so gut wie möglich zusammen. Und das machen aber diese Speichermanagement-Bibliotheken. Ne? Das macht jetzt in unserem Beispiel nicht die Hardware. Na, und dann hätten wir hier an der Stelle 30 Byte frei. Und dann könnte man wieder größere Daten reinpacken. Und das ist tatsächlich etwas, das passiert permanent und man versucht das auch auszuführen, bevor eben neuer Speicher angefordert wird. Das heißt, bevor so ein Malloc passiert, wird erstmal zusammengefasst, dass man wieder möglichst große Speicherbereiche hätte an der Stelle.